Ja, ich glaube, das Wichtigste war, dass wir die 3 Punkte mitgenommen haben. Wir haben gewusst, das wird kein einfaches Spiel, das wird ein robustes Spiel, ein hart umkämpftes Spiel. Und am Ende sind wir einfach froh, dass wir nach den Ausfällen auch die 3 Punkte einmal mitgenommen haben. Ja, es ist ein eingespielter Spielzug von unserer Seite, der sehr gut funktioniert hat. Wir haben ihn schon öfters probiert. Gegen Dynamo Dresdental hat er funktioniert. Ja, toller Einkick. Wir sind nach 6 Sekunden 1-0 in Rückstand gegangen. Dann nach 3 Minuten, ich weiß gar nicht, wie es gestanden ist, aber es war auf jeden Fall nicht gut. Wir waren richtig schlecht. Wir haben, weiß ich nicht, richtig noch geschlafen, weiß nicht, war müde, ich weiß nicht, was das Problem war, aber es war nicht okay auf jeden Fall, wie wir gespielt haben. Hervorragend begonnen, sind ganz, ganz schnell 3-0 in Führung gegangen. Perfektes Futsal in den ersten paar Minuten, die Dynamo Dresdental hat sich da überhaupt nicht ausgekannt. Super Spielzüge. Leider haben wir das halt nicht bis zum Schluss durchgezogen. Wir sind pro Minute mit 1% immer weniger am Feld gestanden. Nach den ersten paar Minuten haben wir gedacht, ja, es geht jetzt von alleine, aber man hat gesehen, sie haben super sich zurückgekämpft, haben sich nie aufgegeben und haben auch dann genug Chancen auf weitere Tore gehabt. Es ist dann ab Minute 10 halbwegs okay geworden. Bis zur Halbzeit war ich okay, finde ich, dass es okay war. Und dann zweite Halbzeit, muss man echt sagen, also wir muss man echt zufrieden sein. Wir haben 4-4, zweite Halbzeit jetzt gegen Stella Rossa gespielt, waren einige schöne Tore dabei von uns. Also auf die zweite Halbzeit kann man zufrieden sein, kann man aufbauen. Die ersten 3 Minuten, wie du es richtig gesagt hast, waren leider nicht zufriedenstellend. Zweite Halbzeit war nicht gut von unserer Seite. Dynamo Dresdental hat sich dann auch mehr getraut. Wenn ich gut zusammenrechnen kann, ist die zweite Halbzeit 4-4 ausgegangen. Heute im Tor bei Stella Rossa nicht ÖFB-Teamtorhüter Matthias Sadelek, sondern Harald Werner. Wieso das? Er hat sich verdient, auch nach dem Spiel gegen Salzburg, wo er hervorragend gehalten hat, wollten wir ihm Spielzeit geben. Er war ein bisschen nervös, hat 2, 3 Bälle gut gehalten. Bei 2 Bällen war er sehr, sehr unglücklich, sagen wir so. Da hätte er das besser lösen können, aber ihm gehört auch sicherlich die Zukunft im österreichischen Fußballsport, gehört zu den besten Torhütern hier in Österreich. Ist nicht umsonst einberufen worden ins Nationalteam als 3. Torhüter. Und die Kommunikation muss halt noch besser passen mit den Mitspielern. Und das Fani Mamuka, unser Tormann-Trainer, wird weiterhin mit ihm arbeiten, dass er irgendwann mal auch dieses Niveau von Matthias Sadelek erreicht. Ja, Fischer Tobias im Tor heute. Haben leider einen verletzten Torhüter, 2 Torhüter auf Urlaub und einen Familienfeier. Jetzt haben wir halt dann aus der Trickkiste greifen müssen und haben halt noch einen Tormann dazu geholt. Bin zufrieden, war das erste Spiel, also kann man ihm nichts vorwerfen. Es war gegen Stella Rossa, er hat genug Arbeit gehabt, hat es meistens gut gelöst und ich bin voll zufrieden mit ihm. Das andere vorne haben wir mit der Nummer 17, David Zuingio, heute sein erstes Spiel in der Bundesliga gehabt. Kann man auch zufrieden sein, also es ist okay, passt. Es ist halt ein bisschen auch unsere alte Krankheit, dass man sich dann ein bisschen anpassen an den Gegner und dass man dann halt nicht konsequent durchspielen. Finde ich schade. Die Teamspieler haben sich dann vielleicht auch für Zypern ein bisschen geschont. Das darf aber nicht sein, soll nicht sein. Wir müssen da gegen solche Gegner besser auftreten, auch in der zweiten Halbzeit. Aber unterm Strich ist wichtig, dass wir die 3 Punkte geholt haben, die letzten, die wir holen konnten im Jahr 2023, dass wir fix im oberen Playoff sind, dass wir einen guten Weg sind, die Top 4 zu erreichen. Man muss dann auch die positiven Sachen sehen und jetzt nicht nur die negativen aufzählen, was heute war. Also in der Halbzeit habe ich dann gesagt, Burschen, du wirst mit 100% wahrscheinlich wird es nicht reichen, dann wirst du hinten noch gegen Stella Rossa rennen. Wir müssen einfach eine Schippe zulegen, wir müssen in die Zweikämpfe besser werden, wir müssen Zweikämpfe annehmen, gewinnen, Ballbesitz haben und sich was trauen. Und nicht nur ein bisschen sich selber was zutrauen und dann haben wir wirklich schön Futsal gespielt. Wenn wir so wie die zweite Halbzeit heute spielen, im unteren Playoff, dann werden wir da in der Halle in Bern jetzt noch viel Freude haben. Und da ist auch einiges möglich, wenn es wirklich 120% jeder gibt, dann bin ich zuversichtlich, dass man noch Punkte holen. Ja, ich denke, dass wir von Spiel zu Spiel stärker wurden. Nach dem Spiel gegen Diamant Linz, was halt ziemlich unglücklich nach den ganzen Chancen verloren gegangen ist, haben wir noch eine Niederlage gehabt gegen Tango League. Aber ja, seitdem spielen wir wirklich richtig gute Futsalspiele und
schauen dann auch weiter nach vorne. Stella! Rosa!